So, Freunde, willkommen zum Krieg 7 Days Hunting gegen Ligabai. Hello, hello, welcome, welcome, guys. Und, wir haben noch 20. Wir haben noch 27, das heißt, wir haben 7 Angriffe mehr. Machen wir 50 Punkte im Schnitt, ne, sind 350 Punkte. Wir führen mit 1100 grob, also das ist durch. Das haben wir gewonnen. Und sind jetzt noch die schönen Sachen wieder da für mich, ne? Deswegen gehen wir da ganz entspannt ran und gucken einfach mal, was das so wird. Meine Defensive wurde bisher, glaube ich, einmal geone-shottet und zweimal zwei. Schauen wir mal eben einmal reingucken, vielleicht gibt das die nötige Motivation. Warte mal. Wo bin ich? Hier bin ich. Einmal 31, einmal 21, also zweifach. Da war der One-Shot. Und dann müsste noch einmal ein Doppelter gewesen sein. Da, 23, 29. Dann war es das, ja. Also, okay. Wir haben immer mal wieder so ein bisschen stunk gemacht mit unserer Defensive, ne? Also, das war ganz okay. Okidoki. Dann wollen wir mal rangehen. Gehen wir. Mal mit ihm an hier. Eine schöne Schnapszahl. Okay, auf geht's. Aramis und Erling. Erling, da müssen wir mal gucken, dass wir das entweder betäuben können, also immunisieren können, wie auch immer. Oder dass wir einen Heiler mitnehmen, der nicht cleant. Das wäre im Endeffekt hier gar nett. Ja, da würden wir ein bisschen das so, wie soll ich sagen, immunisieren, dass er nicht auslösen kann. Auf der anderen Seite, der Ritter macht es wieder hoch. Also, das ist nicht so praktisch. Wir hätten Aramis. Garnett ist aber schneller geladen als Aramis. Ja. Ich hätte theoretisch auch das Team hier. Das ist, glaube ich, sogar das Beste, was wir machen. Nehmen wir das so. Weil, wenn wir Milena nicht auslösen können, weil sie cleant, können wir eventuell Esme auslösen. Ja? Das wäre jetzt so der Gedanke dahinter. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir haben auch Blau dabei für Hathor als Flanke. Wir haben jetzt kein Rot dabei für die beiden Außen. Aber ich glaube, wenn ich die Mitte wegkriege, dann ist das schon mal eine gute Sache. Okay, ich bin gespannt. Die letzten Kriege liefen sehr, 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 sehr bescheiden. Und wir werden sehen. Okay. Auch nicht geil, ne? Ich lila mache, geht das in die gelben und das geht in die roten, bringt den blauen nach oben, bringt vielleicht hier einen gelben mit. Zu noch ein Match haben. Prinzipiell haben wir aber sehr wenig. Was wir auch machen könnten, wir könnten lila spielen, dann geht der gelbe hier hin. Bei den Erlangen wollen wir eigentlich prinzipiell noch nicht so wirklich spielen. Ein Hathor auch nicht in die Überheilung. Wir gehen in Erlangen rein. Okay, war eine gute Wahl anscheinend. Weiter in den Erling rein. Ich habe jetzt mit den Grünen hier eine Chance, dass Gelb kommt und hier unten eine Chance, dass Gelb kommt.
Könnte auch wirklich jetzt die lilanen spielen, hoffen, dass hier unten gelb kommt. Aber wir machen das, was offensichtlich ist. Ich hatte jetzt 4, 5, 6, 7 Steine. Sollte für ihn reichen. Für sie nicht. Aber, oh, könnte auch für ihn reichen, ne? Mal gucken. Aber ja, das reicht nämlich für ihn. Sehr gut. So. Okay. Schon mal gut. Blau in lila, der gelben, die gelben sind dann nebeneinander. Oder wir nutzen das einfach und spielen die grünen in Erling rein, weil wir es können jetzt gerade, ne? Würde ich das vielleicht sogar machen, um zu gucken, was danach kommt. Betäubt sich wieder, okay. Versuchen wir das mal in Hathor. Okay. Also semi funktioniert. Aber wir sind jetzt mit den gelben dabei. Das ist jetzt nicht so geil. So. Okay. Oh, Waddles, bester Mann. Feuer auf Erlangen. Weiß, er kann wieder stehen. Ach, auf Esme, natürlich auf Esme. Natürlich gehst du auf Esme. Er sollte gerade. Ach ja, ach, das ist scheiße. Ach, das ist ja so richtig Müll. Hör ich mir halt wieder wie der letzte Hinterwäldler vor, ne? Das macht keinen Spaß. Ja, ich kann mich nicht heilen, weil ich die Scheiße drauf habe. Ach, das ist scheiße so. Ich hasse diese Bitch. Ich hasse sie einfach. Ich hasse auch Aramis. Das ist alles der gleiche Müll. Ja, genau. Ja, sehr. Ah, alles klar. Das dachte ich, dann habe ich nochmal die Chance, Damage zu machen. Er hat den Slowdown drauf. Und dann kommt wieder so ein Pick, Alter. Junge, Junge, Junge. Was ein Müll wieder. Was ein Müll. Ah, dann machen wir gleich. Geh mal hier hin. Vielleicht funktioniert ja ein Bastet. Wer weiß das schon. Mal gucken. Mal gucken, was das Board jetzt für uns hat. So. Ja, lass uns mal überraschen, was das wird. Habe ich schon richtig Bock drauf. Ah. Zeig mal, was du kannst, Sport jetzt. Komm. 7. 7.
fucking Grüne. Ist ja nicht so, dass ich gerade auch ein bisschen mehr Gelb mal so gebraucht hätte, eventuell. Ja, wo ist da jetzt wieder mein Grün? Vier Grüne, fick dich. Du dreckiges Scheißspiel, Alter. Das ist nur Scheiße. Nur. Seit Wochen. Das bumst einen auch irgendwann. Ja, im Endeffekt werde ich straight den Bastard reinspielen. Das ist das Einzige, was ich machen werde. Den da oben, entweder, ja, wir spielen das mal so. Naja, immerhin kriege ich blau für meinen Support. Ist ja auch schon mal was, ne? Yippie, yay. So, und jetzt kann ich anfangen, eventuell mal meine Grünen zu kriegen. Fangen wir mal an. Ja, war klar, dass Bastet jetzt nochmal auslöst und Serendite killt. Ja, ja, Serendite killt jetzt. Oh, doch nicht. Ach, ich dachte schon. Ach, Junge, ich dachte schon, jetzt will da. Junge. Ich dachte schon, wäre wieder Game Over, ne? So, jetzt müssen wir hoffen, dass hier irgendwo bald auch mal bald Grün kommt, irgendwie. Vielleicht kommt da Grün. Aha. Und direkt weggebumst. Also, wie lange ist denn jetzt der Dodge da noch? Horus löst aus, Auto-Attacks kommen, okay, dann lass mal. Dann können wir in Horus reinspielen, du bist noch am Start, na gut. Auto-Attacks werden aber nicht killen. So, sie löst aus. Aber sie kann ausweichen, deswegen kill ich die Seite. Bevor ich jetzt alles da bei an ihr verschwende, weißt du? So. Ja, das ist so eine beschissene Situation wieder. Das kann ich doch schon wieder gar nicht gewinnen. Oder sind wir mal ehrlich? Nummer 1 ist weg. Ich hole mir jetzt erstmal wieder Campus dazu. Es ist aber auch Wahnsinn. Ich kann nur mit Ach und Krach irgendwie so gerade eben jetzt. Hör doch auf damit. Hör doch auf. Hör doch auf damit. Mein Gott, das ist das, was ich gemeint habe. Die dodgt dann allen möglichen Scheiß. Junge. So. Dann gucken wir mal. Aber auch so mit Ach und Krach wieder, ne? Ja, das ist dann wieder ein sehr schönes Board. Vielleicht eine doppelte Chance hier, dass was kommt. Ja, sehr gut. Ja, meine Cleanboards, die sind softer.
Arthur, machen wir das erstmal. Na, guck mal, was da alles wieder nachkommt, ne? Hier ist es wieder wunderbar. Ach so. Das ist interessant, dass die Pfeile auch für mich arbeiten. Okay, das ist nice. Das war nämlich jetzt mal ein guter Test. Pfeile arbeiten tatsächlich dann für mich, wenn ich Sorrow habe. Eine Sache, ey. Wer hätte das gedacht? So. Gehen wir mal hier hin. Ich habe schon ein paar. Ah ja, hier, warte mal, wir nehmen den. Ich muss fürs Feeling so ein paar einfache nehmen. Es ist traurig, aber ich muss es machen. Und wenn ich dann verliere, dann bin ich echt gebrochen. Ne? Das ist echt vorbei. Ah je. Yeah. Ich ahne sowieso Böses, also von daher. So. 48 will ich aber dann doch nicht nehmen. Dann nehme ich den hier. Er gibt genauso viele. Was soll das denn? Ich will auch schon dann 50 haben. Aber ich glaube, fürs Feeling muss ich sowas machen. Sonst geht das ganz, ganz böse aus. Wobei hier, den könnten wir eigentlich... Warte mal, habe ich noch Ninjas für ihn? Eher nicht so. Ja, das wäre mit Nemesis und Co. Aber mit Nemesis und Co. würde ich eigentlich gerne einen lila Tank angreifen. Mit Anubis. Und den probiere ich. Noch nie gegen Anubis gespielt, so wirklich. Kann ja nur schief gehen. So. Ja, das ist egal. Gut. Guck mal. Da hat aber jemand nur meinen Panther hier so ein bisschen gekratzt, oder? Leonardo, was ist da los? Ich bin genauso viel Glück wie ich im Moment, der Typ. So, das sind jetzt 6 gelbe. Wir gehen also von den Steinen sogar noch, von der Steinanzahl nochmal einen Tacken runter. Wenn ich die blauen spiele, dann rutscht der gelbe hier hin. Das heißt, ich hätte 4 gelbe. Die Bombe müsste sich da hinsetzen. Dann ist die Frage, was kommt danach, ne? Das wissen wir noch nicht. Aber wir nehmen 4 schon mal mit. Aber jetzt machen wir es tatsächlich anders. Jetzt spielen wir die 3 und die 3. Dann haben wir unsere 6. Und Alucard löst aus. Okay. Von mir aus. Machen wir das mal so. Er geht nur auf 2. Das ist ja schon mal gut. So, wir können, du kannst nicht ausweichen oder sonst was, gut, dann darfst du schon mal nach Hause gehen. Oh, noch nicht, du darfst noch nicht gehen. 26, das war ein bisschen ärgerlich jetzt. Okay, ghosten wir mal in der Mitte. Das ist ja auch immer die Sache, kommt dann da was nach, was wir gebrauchen können, wenn möglich sogar in Gelb. In dem Fall über Umwege. So, keine Combo bitte. Ja, das war natürlich mal wieder der Super-GAU, der jetzt auslöst. Weil jetzt ist Aramis und Nemesis weg. Ja, und ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch wieder.
Weil jetzt gleich alle tot sind. Ich weine echt, ne? Ich weine wirklich echt. Bald ist es soweit. Bald sitze ich hier und lösche das Spiel wirklich im Live, im Livestream oder sowas. Es kann nicht sein. Es darf nicht. Und ich spiele es ja noch nicht mal falsch oder sowas. Ja, ich bin kaputt. Komm schon. Wirklich. Ich habe echt keine Lust mehr drauf. Einzuschreiben. Geht nicht mit. Wofür mache ich das eigentlich alles? Wirklich? Wofür? So einen dreckigen Müll. Und das ist nicht so in diesem Krieg, das ist die ganzen PvPs und die ganzen letzten Kriege. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Nehmen wir jetzt halt 48er Gegner. Machen wir das mal. Wenn das unser Niveau ist, dann, und wir nur noch 48er machen können, dann ist das halt so. Wobei ich hab Panther. Jetzt haben wir irgendwas in Gelb. Hier, Königin. Mit Milena als Tank. Aber wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Dann noch zwei rote, da könnte man Dingens nehmen, aber. Mein Hippo-Team, aber scheiß drauf. So, 7 Lilane. Mehr brauchen wir wieder mal nicht. Nach 6 Gelben, die nicht funktioniert haben. Also, ja, die Gelben haben funktioniert. Wir haben sie einmal ausgelöst. Huhu. Aber das hilft halt nicht. Ach komm, komm schon. Wirklich. Meine Fresse. Das macht echt keinen Spaß mehr. Nur immer die gleiche Scheiße. Auch keine Lust mehr, ne? Ich spiele jetzt hier gerade so ein bisschen nur so vor mich hin. Mach das, was ich als erstes sehe, weil ich sehe einfach hier, dass es wieder nichts wird. Das siehst du doch schon. Ich mach denn das lila Match nicht, weil meine Panther jetzt geladen sind. Mach ich das lila Match halt doch. Die geht jetzt auf die drei Lilanen, aber auf die Lilanen, die auslösen. Ja, immerhin funktioniert der Dingens. Habe ich auch dem Panther erst nachbastelt ausgelöst. Das ist mir scheißegal, weißt du. Deine Fehlerlagen, Fehleranalyse kannst du für dich behalten. Ich wäre froh, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist schwer. War zu voll. Hoffen wir, dass hier Lila kommt. Nein, es kommt ein Arsch voll grün und sie löst aus. Klasse. Mhm. Also die Kriege waren mal mein Highlight, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Mittlerweile bin ich froh, wenn der Krieg vorbei ist, ne? Gehe ich lieber in die Turniere rein. Das ist traurig. Das ist extrem traurig. Ich habe jetzt nur das Hippo-Team.
Vielleicht irgendwie mit zwei roten oder einer roten Flanke. Na ja, komm. Ich brauche 7 blaue. Mehr nicht. 7 blaue. Dann habe ich das Hippo an. Dann natürlich, ja, klar. Und dann brauche ich natürlich noch ein paar Folgesteine. Aber es reicht mir erstmal schon, das Hippo anzuhaben. Weil dann habe ich auch die Kobalts an. Und dann können wir da ein bisschen was machen. Lass uns mal überraschen. Gefühlt ist das einer meiner besten Startboards heute. So, das war's schon wieder mit Blau. Tag. Aha. So, und jetzt muss ich die spielen, damit er nicht auslöst, ne? Nee, ich traue diesem einen roten Stein traue ich auch nicht. Lieber nicht. Lieber wirklich, lieber nicht. Wir machen das schon mal. Da haben wir gewonnen. Mal hier hinten auf Maat. Ah, ne, wir gehen lieber hier hin, weil sie weicht sonst aus. Das Spiel kennen wir. So. Also Freunde, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich immer so schimpfe, ne? Aber es ist doch wahr. Es ist nur Scheiße im Moment. Wirklich. Was sind das jetzt wieder? Wieder 200 Punkte oder sowas? 229. Eieiei, wir steigern uns. Aber das ist indiskutabel. Das kannst du keinem erzählen. Wenn ich wieder bei anderen gucke, ne? Die kriegen Diamanten im Startboard oder machen eine Kaskade und haben dann ihr ganzes Board voll. Und ich krebs mit so einem Scheiß rum. Ich muss, und da siehst du mal, ich muss wirklich mit den schnellsten Helden spielen, die es gibt. Mit Aufladungshelden, mit sehr schnellen Helden. Weil sonst komme ich nicht weiter aktuell. Ich krieg nicht so viel Steine, die ich brauche, um zum Beispiel mittlere Helden anzukriegen oder sowas. Ne? Das ist einfach schlecht. Und das ist ein Gegner, der ist jetzt nicht unbedingt maßgeblich, dass da 30 mal Aramis ist, was theoretisch die Norm wäre. Das ist halt traurig. Das ist halt traurig, dass ich auf solche Gegner gehen muss, damit ich überhaupt Punkte mache, ne? Also. Also nicht. Ja, wenn jetzt kommt gleich wieder einer um die Ecke und sagt, jo, hier, in Minute so und so, hättest du es anders machen können. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Ja, wirklich. Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Also von daher. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Also, wie gesagt, ich hoffe, dieses Balance-Update wird da ein bisschen was reinbringen. Aber wenn du Aramis und Hathor hast, dann ist da so viel Überheilung, das kannst du nicht kompensieren. Dann brauchst du da wirklich nur ein Jove stehen haben oder sowas, ne? Aber weißt du was, wenn Aramis verschwindet, dann haben wir zum Glück immer noch ihn. Der wird das auch gut regeln. Ja, also von daher, das ist. Naja, vielleicht wird es mit den neuen Helden, die ich habe, ja besser. Wer weiß das schon. Gut, also wieder albern, undiskutabel. Meine Punkte, also wie gesagt, ne, also mein Schnitt sind eigentlich das, was ich erreichen will, um die 250. Ab da aufwärts ist es ein guter Krieg. Alles darunter ist gefühlt wie eine Null beim Turnier, was albern ist. Und dann, ja, passt das. Gut. Aber jetzt kommen wieder die Durchhalteparolen. Ja, vielleicht wird's nächsten Krieg ja anders. Vielleicht kriegen wir nächsten Krieg ein paar Steine. Ein paar mehr Steine. Ein paar Steine hatten wir. Ein paar zu wenig.
Gut. Dann weg mit dem Scheiß hier und dann ist gut. Also wir sehen uns, vielen Dank fürs Zuschauen und wie. Also Kriege, ja, stellt euch drauf ein, da werde ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer wieder weiter drüber schimpfen. Es ist halt einfach frustrierend. Und jeder, der dieses Spiel mit dem gleichen Herzblut spielt wie ich, der wird das genauso sehen. Und alle, die sagen, reg dich nicht darüber auf oder ist nur ein Spiel, da wissen wir alle, wenn solche Kommentare kommen, das sind halt die Leute, die halt wirklich dann die Handys durch die Gegend pfeffern, die noch krasser sind. Ja, das ist immer so. Das kennen wir in jeder Lebenslage. Ja, wenn da irgendwas ist, ah ja, bleib doch mal ruhig oder sowas, dann sind das genau dieselben, die als erstes aufbrausend sind und rumschreien oder sowas. Die aber anderen raten, ruhig zu bleiben. Ne? Und so, genauso ist es hier auch. Deswegen, ich bin gespannt, wie viele sehr aufbrausende Leute wir hier haben. Ne? Werden Sie sehen. Gut, macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.